So, willkommen heute zur Fortsetzung der Clicker Idle und Incremental Games. Also bei Transport Defender steht heute tatsächlich schon wieder der nächste Sentinel Reset an, den ich dann auch mit euch machen werde. Allerdings brauche ich jetzt noch ein paar Minuten, um die Mission Points ein bisschen runterzubringen. Und in der Zeit gucken wir uns einfach mal an, was jetzt der aktuelle Status im Spiel tatsächlich ist. Von den Sentinel Points bin ich jetzt bisher bei 416. Da werden jetzt nicht allzu viele dazukommen, weil so viel Cargo habe ich da nicht weiter eingesammelt. Aber für ein Sentinel Upgrade reicht es auf jeden Fall. Hier unten, das wird dann nicht reichen, weil klar, dafür bräuchte ich über 500. Das heißt, das sind definitiv zu wenig. Daher werde ich das dann wieder in das Killer- und das Mercen-Protokoll investieren und werde da noch ein paar Level draufsetzen. Die Prestige-Points, also auch wenn ich das da jetzt weiterhin nicht absenken kann, das macht dann halt insgesamt nur 100.000 aus, also nur 10% von dem, was ohnehin für die Prestige-Points möglich ist, weil eben normalerweise eben jeweils für 1 Million Sektoren dort ein Prestige-Point zusammenkommt. Momentan habe ich jetzt wieder 7 zur Verfügung. Im Moment habe ich meine Prestige Points bereits ausgegeben. Und zwar vor allen Dingen in, ich glaube, der Jumper, der 349 ist das. Der ist, glaube ich, jetzt wieder maximiert. Den ich aber jetzt, glaube ich, 3-mal aufgestuft habe. Genau, hier, damit der Starting Sektor nochmal jetzt um 1 Million höher komme. Weil sonst hatte ich schon das Problem, dass ich tatsächlich meinen Starting-Sektor nicht mehr annähernd auf die 3 Millionen heben kann. Das wird jetzt auch bei dem Reset ziemlich ärgerlich, weil ich kann jetzt den Sentinel-Starting-Sektor auch gerade mal auf 1 Million hochheben. Insofern mal sehen, wie sinnvoll das ist, das dann beim nächsten Reset wieder so weit laufen zu lassen oder dann früher den Sentinel hochzuziehen. Mal sehen, wie viel mir der Sentinel tatsächlich noch bringt, das nächste Level, um wie viel das dann hier nach oben geht, damit ich da nicht so große Abstände bekomme. Hier kann ich dann schon mal wieder die nächsten anheben. Also ich bin ja beim letzten Mal um die Stufe 500 gewesen, da wo dieser gelbe Farbton dazu gekommen ist. Inzwischen bei Stufe 700 war jetzt der nächste Sprung auf die roten. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass tatsächlich das Formular, also das, was hier steht, welche Eigenschaften die haben, sich erst aktualisiert hat, nachdem das Spiel neu gestartet worden ist, weil zuerst hat schon, jetzt kommen keine Verbesserungen mehr, obwohl die Damage zwar hochgegangen ist, aber die Formel hatte sich nicht geändert. Ich glaube, die davor, weil die hatten noch 300, genau, die gelben hatten dann 350 als Multiplikator und die roten haben jetzt nämlich dann 400 als Multiplikator vorne stehen. Und bei den anderen ist es halt ähnlich, nur dass da andere Multiplikatoren natürlich zum Tragen kommen. Von 0,01625 sind die aktuellen jetzt bei 0,01875. Mal sehen, ob jetzt bei 800 dann auch der nächste kommt oder ob die jetzt noch später erst einen neuen Multiplikator bekommen. Das wird dann nicht mehr ganz so lange dauern, weil im Moment ich mit den Weapon Parts doch ziemlich gut hinterherkomme, da immer wieder regelmäßig aufzuleveln. Gucken wir uns nochmal die Achievements, was da jetzt soweit bisher geklappt oder sich bewegt hat, weil allzu viel ist es nicht. Das Destroyer, das läuft halt einfach noch ewig, auch wenn ich die hier die ganze Zeit eigentlich durchlaufen lasse natürlich und der ständig das Maximum an Schiffen zerstört, sieht man hier halt kaum irgendeine Bewegung. Mal sehen, wie lange es da dauert, bis da die letzten 3 Stufen noch erreicht sind. Da wird der Destroyer wahrscheinlich deutlich länger brauchen. Die Boss-Kills parallel dazu ebenso, da fehlen da noch eine ganze Menge. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das mit den Boss-Kills, ob ich die tatsächlich dann zum Beispiel, wenn ich die jetzt hier auf einem Boss-Sektor, genau, also jeder Fünfer ist ein Boss-Sektor, weil dadurch, dass es hier natürlich schon 17 Millionen sind, ist es kaum zu merken, wenn der jetzt hier eine Stunde steht, tatsächlich die Dinger zu killen. Für den Kill-Transfer-Repeat habe ich es jetzt so gemacht, auch wenn ich dann nicht das Maximum normalerweise an den Sektorbonus bekomme, habe ich es trotzdem jetzt auf jeden Fall auf 5 Minuten runtergesetzt. Okay, der Autotransfer ist jetzt natürlich deaktiviert, weil ich das Cracking Timer Protokoll deaktiviert habe, solange ich halt die Weapon Part Mission mache. Aber der Autotransfer, den mache ich jetzt halt dann wirklich unter der niedrigsten, auf dem niedrigsten Wert, wirklich nur mit den 5 Minuten, die dann dort genutzt werden. Und trotzdem seht ihr, ich bin gerade mal bei 17.000 jetzt und es fehlen noch eine ganze Menge dann. Erstmal, um dann den 16er voll zu machen und dann werden die Zahlen ja noch weiter ansteigen. Mal sehen, ich könnte vielleicht auch versuchen, dann tatsächlich manuell das zu resetten, weil theoretisch kann ich ja alle 80 Sektoren resetten. Das heißt, sobald der 80 Sektoren weiter ist, einfach wieder draufklicken und dann das ein paar Mal zu wiederholen.
Das wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, weil der wird weniger als 30 Sekunden brauchen, um die 80 Sektoren da voll zu machen. Aber wahrscheinlich bringt es insgesamt trotzdem recht wenig, weil einfach diese Destroyer hier noch ewig laufen werden. So, die Alien Kills das gleiche. Die sind genauso langsam, wie es dann auch mit den Bossen zusammenhängt. Das andere ist dann soweit erledigt da unten, die Activations. Da habe ich jetzt zumindest, obwohl ich den Overdrive nicht benutze, den hier ja auf jeden Fall aktiviert, damit hier noch ein regelmäßiges Ability eben weiterhin schnell aktiviert wird. Das dauert ja immer nur ein paar Sekunden. Aber das ist natürlich hier bei 260.000 dauert das trotzdem noch lange. Mal sehen, wie lange ich das Spiel tatsächlich jetzt noch weiterlaufen lasse, weil bei Steam, da ich ja jetzt aktuell schon über Sektor 3 Millionen hinaus bin, sind die Steam-Errungenschaften vollständig. Das heißt, dort ändert sich nichts mehr. Eigentlich ist es für mich jetzt ein perfektes Spiel. Ich finde es natürlich auch immer blöd, wenn dann im Spiel eigentlich noch Sachen noch nicht freigeschaltet sind, auch wenn die da beim Steam nicht abgebildet werden. Deswegen werde ich es erstmal noch ein bisschen laufen lassen, aber ich werde jetzt nicht mehr so oft darüber berichten, sondern ich werde dann nur noch mal gelegentlich mal nachfassen, weil es ändert sich von der Strategie jetzt aktuell nicht wirklich irgendwas, außer dass eben die Sentinel-Resets, wenn ich mindestens ein Sentinel-Level höher komme, dass ich dann ein Reset mache und dann das Ganze hier von vorne laufen lasse. Deswegen werde ich doch heute mit euch zwar den Sentinel-Reset machen, einfach mal um zu gucken, eben wieder, wie stark jetzt die Mission Points von 210 noch ansteigen, die ich speichern kann und denen, die ich pro Stunde bekomme. Weil das ist im Moment immer noch so der relevanteste Faktor, um zu sehen, wie schnell ich dann auch Weapon-Parts wieder einsammeln kann und wie viele ich natürlich speichern kann dafür. So, dann nochmal zu den Prestige-Sachen. Also eben, ich habe meine Prestige-Points jetzt eigentlich alle für den 349er rausgehauen, um eben, wie gesagt, da höher zu kommen. Was leider nicht angezeigt wird, ist, wie oft die aufgelevelt werden können. Den anderen, den ich mir aufgeschrieben habe, war der 341er. Den habe ich nämlich auch nur einmal aufleveln können. Das war der Recharger. Das heißt, ich glaube, der hatte vorher 25% oder 50% und ist dann nochmal jetzt eben um 25% gesteigert, eben durch ein Prestige-Level, dass ich hier eben von 5000 dann auf 7500 gehen konnte. Aber hier wäre es natürlich interessant gewesen, wenn ich den jetzt nochmal hätte steigern können, dass ich dann 100% erreiche. Aber das ist halt dann doch nicht vorgesehen. Insofern sind die Prestige-Level mitunter begrenzt. Wie und wie viel lässt sich nicht abschätzen. Zum Beispiel der hier ist ja jetzt schon bis Stufe 5 aufgelevelt und macht noch keine Anstalten, dass der jetzt wieder verschwindet oder dass ich den nicht weiter hochstufen könnte. Wahrscheinlich kommt es einfach darauf an, wie halt so ein Bonus gelagert ist, weil der 251er zum Beispiel, gucken wir mal nach, der hat im Endeffekt nur einen absoluten Bonus von 1500, und ob das jetzt 2000, 2500, 5000 sind, ist im Endeffekt für den Jack in the Box unwichtig, weil hier, der hat jetzt schon einen Bonus von fast 50.000, da machen die paar 100 oder 1000 dann auch keinen großen Unterschied. Das heißt, wenn der ausgelöst wird, kommen 50.000 Level für einzelne Waffen dazu. Was umgekehrt dann wieder, also die haben jetzt Levelgrößen von 122 Millionen. Auch da machen 50.000 den Kohl nicht fett. Aber ich lasse es halt mitlaufen, zum einen wegen der Ability Activation. Und ja, wenn es sonst nichts weiter kostet, dann kann man ja jeden kleinen Bonus auch immer noch mitnehmen. Okay, dann rüste ich jetzt noch einmal um, also beziehungsweise lass jetzt die eine Mission noch zu Ende laufen und rüste dann um, damit wir die Cargo nochmal ausgeben können und vielleicht noch ein paar Sentinel Points dann dazu bekommen. Gehen wir jetzt direkt in den Sentinel Reset. Dazu braucht man auch mal vorher das Cargo Spend. Hier werde ich dann auch überlegen, dass ich eventuell die ganzen Lilanen also dann auflevele und austausche, um sie gegen Rote einzutauschen, weil inzwischen. Wobei bei 750 könnte es noch ein bisschen knapp werden, da könnten die eventuell auch noch gelb ausfallen. Wenn ich über die Mission neue Devices hole, werde ich vielleicht noch bis 800 warten und dann probieren die ja auch auszutauschen. Und vielleicht ist bei 800 ja tatsächlich noch ein weiterer Slot dann verfügbar, weswegen ich dann sowieso weitere Items brauche. Und dann noch die beiden Batterien dazu, die ich auch noch mit 47 mal ziemlich häufig nutzen werde oder halt noch ziemlich oft gebrauchen kann, bevor die dann mal ersetzt werden müssen. Wahrscheinlich werde ich sie vorher austauschen, wenn ich dann wieder irgendwelche Batterien so einsammle, um vielleicht eine weitere Weapon-Part-Batterie wieder zu bekommen, dass es sich dann gar nicht mehr lohnt, die zu behalten, weil ich ja dann irgendwo in der Größenordnung von Level 700 dann die nächsten Batterien bekomme.
und die bis dahin gar nicht werde aufbrauchen können. So, dann kann ich auch das Frozen Cargo, was ich gespeichert habe, nochmal freigeben. Heldo Tool King, genau, ein Level hatte ich ja jetzt schon. Mal gucken, wie viel jetzt so maximal möglich ist. Also sind gerade mal so 20 dazugekommen. Gehen dann gleich in den Cargo Multiplier, damit ich dann nach dem Reset direkt schon ein höheres Cargo-Einkommen bekomme. Dann noch ein Quacken-Timer-Reset. Also hier ist, wie gesagt, auf die 5 Minuten abgestellt. Mal gucken, ob jetzt noch ein Device, aber zumindest noch ein paar Weapon-Parts sind entsprechend wieder dazugekommen, die durch so einen lang laufenden Reset, also wenn der mehr als 4 Stunden gedauert hat, gibt es eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Weapon-Parts bei 4 Stunden Reset-Transfer-Chance ist sozusagen 50-50. Und dann bekomme ich sozusagen das anderthalbfache von dem, was ich hier an Weapon-Parts bekommen kann. Also deswegen, ich könnte natürlich hier, wenn ich die Weapon-Parts ausgerüstet hätte während so einem Reset, dann wären hier natürlich noch mehr drin gewesen. Aber das lohnt sich jetzt für das eine nicht. Vor allen Dingen verliere ich ja dann auch den Zähler von der Batterie, wenn ich die drin lasse. Und das lohnt sich an der Stelle dann nicht unbedingt. Weil dazu sind diese Batterien einfach viel zu selten, um die dafür aufzubrauchen. So, 2-2. Weil hier ist es wichtig, damit, wenn ich die Cargos ausgerüstet habe, dass die auf jeden Fall gut in der Lage sind, mit dem Geldmultiplikator, zumindest mit dem einzuarbeiten und dem Weapon-Upgrade-Preis, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, dass eventuell die Waffen zu teuer sind oder nicht genug Geld reinkommt, um tatsächlich weiter aufzuleveln. Aber jetzt bei 1 Million sollte das ohnehin dann kein großes Problem sein, weil ich fahre jetzt um 2 Millionen Sektoren wieder nach unten. Und mal sehen, ob ich bis zum nächsten Reset dann tatsächlich wieder eine Verdopplung schaffe, weil beim letzten Mal bin ich ja bis 1,28 Millionen gewesen und jetzt dann halt bis 3 Millionen, also mehr als doppelt so viele Sektoren habe ich auf jeden Fall erreicht. Aber für Achievements lohnt sich jetzt eh nicht, da noch weiter aufzusteigen, weil bei 2 Millionen war das letzte Steam Achievement. Ich wollte jetzt gerade nochmal nachgucken, ob ich eigentlich in 60 Sekunden, weil wenn ich jetzt hier den Reset manuell mache. Das wäre dann eine Überlegung, zumindest um das eine Achievement für die Resets ein bisschen zu beschleunigen. Das Kill Transfer Repeat. Ja, also das geht ruckzuck. Wann habe ich jetzt resettet? Also gerade mal 14 Sekunden. Also da könnte ich pro Minute dann 4 Resets laufen lassen. Ist natürlich nur das Problem, dass ich immer diesen blöden Bestätigungsdialog dann habe. Das heißt, ich kann das nicht automatisiert dann laufen lassen, weil ich da an 2 unterschiedlichen Stellen klicken muss. Der Auto Reset wird da auch erstmal noch gute Dienste leisten. Und jetzt zum Sentinel Reset. Jawohl, der nächste für Sentinel Level 17 dann. Jetzt hat er natürlich erstmal noch nicht die Möglichkeiten, das alles zu nutzen. Aber schauen wir mal, was jetzt mit Level 17 hier Punkt kommt. Also klar, es sind 10 wieder dazugekommen, 220 und jetzt auf 16,25. Also die Steigung ist jetzt nicht so groß. So, mal gucken, was jetzt hier für den... Okay, also gerade mal um 125.000 Level etwa ist das jetzt angestiegen. Da kann ich jetzt hier erstmal stehen lassen, weil ich muss jetzt sowieso dafür sorgen, dass hier das ganze Zeug gekauft wird. Ich kaufe erstmal die Features dazu, falls jetzt überhaupt noch welche offen sind. Nee, anscheinend hat er jetzt tatsächlich schon automatisch alle Features gekauft, also mit dem Sentinel Level 15 oder 16. Also 16 hatte ich jetzt sozusagen für den Reset schon, das heißt, da sind tatsächlich alle Features bereits wieder freigeschaltet. Das heißt, die muss ich nicht mehr selber kaufen. Das heißt, bis Hail to the King, bis 365 sind alle schon wieder da. Jetzt muss ich natürlich nur gucken, dass ich jetzt mit den aktuellen Cargo so viele wie möglich davon schon mal wieder zukaufe. Ach genau, die Waffen kann ich ja noch... Nee, die muss ich hier auch nicht kaufen. Die sind echt alle schon erledigt. Ja, dann brauche ich bloß noch das Auto bei und dann wird das automatisch alles hochgestuft. Also hier sind inzwischen sehr, sehr niedrige Kosten teilweise. Ach so, genau, um wie viel ist denn das jetzt gesunken? Weil das ändert sich ja auch. Also der Feature-Preis ist jetzt auf 88% oder um 88% jetzt insgesamt niedriger als sozusagen original. Die 147 werde ich dann später jetzt noch verteilen. Erstmal schauen, dass das Spiel wieder ganz normal weiterläuft. Okay, das Autobahn läuft bereits. So, dann werde ich jetzt mal schauen, dass ich die hier noch so weit wie möglich mit einem Level zumindest aktivieren, damit sie irgendeinen Effekt haben und dass ich die jetzt auch möglichst schon geschlossen aktivieren und deaktivieren kann, je nachdem, welche Features ich davon tatsächlich benutze oder nicht benutze. Nach dem ersten Reset werden dann ohnehin nochmal etliche weitere aufgemaxt werden können. Okay, jetzt habe ich das Frozen nicht weiter beachtet. Stecken wir mal das Rest in Frozen erstmal rein.
Und schaue ich mal, dass ich jetzt hier den Autobuy entsprechend hochpäpple, damit der natürlich deutlich schneller läuft. Und das Money to Use soll natürlich anders eingestellt sein. Also gucken wir mal in die erste Gruppe rein, weil da sind die Sachen, die ich entsprechend einstellen muss. Hey, cool. Da muss ich jetzt gar nichts machen, weil er hat jetzt tatsächlich so viel Waffenkraft zusammengekauft, dass er auf jeden Fall von dem 1-millionsten Sektor von alleine loslaufen kann. Damit ist das Autotransfer auf jeden Fall auch schon mal wieder aktiv. Und jetzt fehlt mir natürlich nur noch der erste Reset. Dann habe ich hoch 22 Cargo zur Verfügung, womit ich dann einen Großteil schon mal einkaufen kann. So, Waterpool war Overdrive, das heißt, das konnte ich disablen. Gunner Clown das gleiche. So, das hier war das mit dem Preislimit, weil das soll natürlich auch nicht, sondern der soll natürlich 100% einkaufen können. Genau, das ist der Empty Room, das ist der, der mir dann den Bonus bringt, wenn ich kein Overdrive habe. Mal gucken, ist der in Prestige eigentlich dabei? Nee, leider nicht. Weil das wäre natürlich schön, wenn ich da noch einen größeren Bonus bekommen würde. Aber den kann ich nicht aufleveln. Das dauert jetzt noch für den ersten Reset zumindest. Jetzt versucht er natürlich Sektor 3 Millionen irgendwas zu erreichen. Bleiben erstmal bei der 1 Million. So, damit haben wir jetzt gleich schon mal eine große Cargo-Ladung bekommen. Und ich kann die ganzen Sachen hier maximieren. Ach genau, ich muss hier die Max natürlich noch anschauen. Genau, das Only-HT-Shooting ist natürlich auszuschalten. Das Auto-Use werde ich jetzt anlassen. Auch wenn ich den Overdrive nicht verwende. Allerdings hat es jetzt im Moment schon 100%, deswegen kann ich es jetzt nämlich dann auch anlassen. So, genau. Also, Monkey Squad bleibt. Transfer und Retail. Deaktiviert. Genau, der eine TD-Coin ist schon da. Und der zweite, den aktiviere ich jetzt auch gleich, auch wenn ich immer noch den Eindruck habe, dass es nicht immer stabil funktioniert. Genau, Handbremse ist angezogen. Passt. Funny stelle ich ja immer hier drüber aus. Also, die Bestätigung brauche ich nicht. Das kann ich auch deaktivieren. Firing Rate natürlich sowieso. Okay. Schade ist, dass ich nicht vorher schon gezielt einfach sagen kann, okay, bitte 1 hoch 23 einfach ins Frozen Cargo legen. Und dass ich immer nur so die Restmenge ins Frozen Cargo kriege. Aber im Moment sind die Zahlen ja noch ziemlich niedrig. So, die lassen wir erstmal stehen. Auch wenn die noch ein paar Zehnerpotenzen niedriger sind, aber ich will die, habt jetzt noch keine Lust, die alle hochzustufen. Bei 200, dann ist auf jeden Fall schon mal mehr als die Hälfte der Feature schon wieder komplett gekauft. Und bis 28 war es ja nicht mehr so weit. Mal gucken, wie weit er jetzt schon kommt. Okay, 1 auf 25, das heißt nur noch 3 Zehnerpotenzen von dem, was ich vor dem Reset bekommen habe, bin ich jetzt noch entfernt. Auf jeden Fall sollten dann jetzt auch die Beschleunigungen langsam alle aktiv sein. Okay, das war jetzt schon ein bisschen zu teuer. Da habe ich jetzt schon meine ganzen 23er aufgebraucht. Ah, okay. Jetzt habe ich gleich den nächsten Reset bekommen. Kann ich jetzt hier oben natürlich gleich erstmal wieder aus den Vollen schöpfen. Die 1 hoch 1,2 kommen in das Frozen Cargo. Ah ja, genau. Die Crewmember noch aktivieren. Damit da natürlich auch der Cargo-Bonus dann wieder so hoch wie möglich ausfällt. Zumindest hier wieder 1 Million MK-Upgrades kaufen und natürlich auch ein paar Color Crystals, um zumindest da ein-, zweimal die Boni zu holen. 150.000 MK-Upgrades sind jetzt schon pro Waffe draufgelegt. So 193 sind von den Crew-Leuten noch verfügbar. Bis 1 hoch 33 wäre im Endeffekt, dass die tatsächlich maximal gekauft werden können. Das waren aber noch 5 Zehnerpotenzen, beziehungsweise hoch 30 hatte ich ja dann schon angesammelt. Das heißt, 3 Zehnerpotenzen bin ich da noch vom Maximum entfernt. Genauso wie hier in dem Fall Hail to the King, nur noch 4 hoch 31 benötigt. Weil an sich brauche ich dann tatsächlich auch nicht mehr allzu viel Cargo-Steigerung, um tatsächlich auch die Feature nach und nach irgendwann mal maximal zu haben. Ja, jetzt bin ich schon bei hoch 26, gleich hoch 27. Also kann ich schon langsam anfangen, hier wieder Stück für Stück aufzusteigen. Da wäre halt spannend zu kombinieren, zu sagen, okay, wenn der Autotransfer sowieso 5 Minuten dauert, dann steigt doch immer gleich bitte um 2000 Level auf. Dann habe ich sowohl den Reset als auch dann 2000 Level Fortschritt alle 5 Minuten. Das wäre auf jeden Fall sehr praktisch, wenn man das so kombinieren könnte. Leider funktioniert das so nicht, sondern ich müsste das manuell machen und da alle 5 Minuten nachschauen und das dann leicht anheben. Genau, also die Weapon Parts mache ich jetzt eh nicht weiter, weil da dürfte jetzt noch das eine Feature fehlen. Weil das hatte ich inzwischen beim letzten sogar maximiert, dass der Shop Basket
genau, mit 3,8 hoch 30 maximiert werden konnte. Mal gucken, ob es dafür eigentlich ein Prestige gibt. Ja, der Jobbasket, das wäre dann auch nochmal ein interessanter Kandidat. Aber dazu muss ich mir den anderen natürlich erstmal leisten können, weil wenn der jetzt noch hoch 30 kostet, dann ist der mit einem Preisverzehnfachung natürlich bei 31 und dann wäre der nochmal exorbitant teurer. Also schaue ich erstmal, dass ich hier die 100% Bonus, die bis da möglich sind, erstmal einsammle und dann schaue, wann ich den noch weiter upgraden kann. Gehen wir noch eine Stufe runter. Okay, da kam der Reset. Dann kann ich hier natürlich das weiter aufbauen. Ja, dann kann ich hier die Weapon Parts schon mal raufnehmen. 5%. Naja, das geht besser. Gut, Starting Sector, Starting Money ist nicht so wichtig, aber kostet auch nicht viel. Wave Skip Chance, das ist noch wichtig. Okay. Und der Rest kommt in Frozen Cargo, damit es auch gleich mit angehoben ist wieder. Damit ist eigentlich schon alles soweit erledigt. Das andere braucht jetzt halt einfach wieder Zeit, um dort vorwärts zu kommen. Also mal sehen, wie und was sich da noch sinnvoll berichten lässt. Dann weiter zum nächsten Spiel.